Das sind moderne Motoren, das sind die alten und warum die langlebiger sind und das Werkstatt-Dauerläufer. Das hat drei bestimmte Gründe, die wir nach 10 Jahren Motoreninstandsetzung und 4000 überholten Motoren ausmachen konnten. Und ich wette, einer davon wird euer Fahrverhalten für immer verändern. Man erkennt sofort, dass die alten Motoren Graugussblöcke besitzen und die neuen Motoren aus Aluminium sind. Rust ist natürlich schwer, Alu ist leicht, aber viel interessanter als der Gewichtsvorteil ist die Vielzahl an Nachteilen, die eine Alugusskonstruktion mit sich bringen kann. Der größte Risikofaktor bei der Konstruktion von Aluminiumblöcken ist die Materialpaarung. Bei diesen beiden Blöcken nicht, denn das sind Dieselblöcke, aber bei den beiden. Anders als bei den Dieselmotoren besitzen die modernen Aluminium-Benzinmotoren keine Graugussinlets. Der gesamte Motorblock ist aus einem Aluminiumguss und auch die Zylinder bestehen aus Aluminium und die Materialpaarung zwischen Kolben und Zylinder ist somit nicht ideal, um nicht zu sagen komplett scheiße. Ich versuche immer eine Materialpaarung zwischen einer harten und einer weichen Oberfläche herzustellen. Das ist hier nicht gegeben. Der Hersteller versucht zwar, die Siliziumkristalle im Aluminium quasi freizulegen, indem er das Aluminium wegätzt. Das nennt man eine sogenannte Alusilentschichtung, womit ich eine harte Oberfläche erzeuge. Diese Oberfläche ist aber nur sehr, sehr dünn. Das heißt, wenn dieser Kolben sich hier diesen Zylinder bewegt und er kippt auch ein bisschen, dann wird er schon nach geringer Laufleistung einen kleinen Mikrokratzer erzeugen und dieser Kratzer bedeutet quasi schon den Tod, denn damit ist die ganze Beschichtung durchbrochen und der Motor wird sterben. Wenn ich so einen alten Graugussblock habe und der hat eine kleine Riefe, dadurch stirbt er nicht sofort. Dadurch wird vielleicht ein Ölverbrauch erzeugt oder ähnliches, aber der wird nicht auf der Stelle sterben. Der Porsche Motor hier und auch der 4,7 Liter V8 von Mercedes haben beide das gleiche Todesurteil erhalten, nämlich den Kolbenkipper aufgrund von Kratzern in der Oberfläche der Alusilbeschichtung. Ein weiteres Schadensrisiko ist die Steifigkeit bei Aluminium-Motorblöcken. So ein Motorblock ist in der Fertigung leicht noch super konstruiert. Der Konstrukteur hat hier viele Stunden verbracht, um diese ganzen Verrippungen zu konstruieren und das wird auch mit Sicherheit alles irgendwie funktionieren. Aber Aluminium hat einfach die Eigenschaft, mit steigender Temperatur und Festigkeit zu verlieren und vor allem auf Lebensdauer gesehen mit jedem Temperaturzyklus, das heißt da, wo das Aluminium sich aufheizt und wieder abkühlt, eben auch jedes Mal so ein kleines bisschen an Festigkeit zu verlieren. Wir sehen das eben täglich im Schadensbild dieser N57 Motoren von BMW oder den 642 von Mercedes. Da verformen sich die Lagergassen, da sacken Lagergassen, Atemkurbelwelle läuft einfach nicht mehr in einer Flucht. Und das erstmal herauszufinden und dann auch zu reparieren, da ist natürlich so die Kompetenz von einem Motoreninstandsetzer richtig gefragt, denn das ist kein einfaches Ding. Der wohl offensichtlichste Unterschied zwischen den alten und den neuen Motoren ist die Materialreserve. Wenn man sich hier bei diesem N57 mal die Schlägwände zwischen den Zylindern anschaut, im Vergleich zu dem Nissan Skyline RB25 Motor, den wir hier haben, stellt man sofort fest, dass selbst der Dieselmotor dünnere Schlägwände hat, obwohl er aus Aluminium gebaut ist, als der Graugussmotor, der alte, gute Graugussmotor von Nissan. Und nicht nur die Stegwände, ich zeige euch jetzt mal was richtig krass ist, auch die Lagergasse ist wesentlich stabiler konstruiert. Also man hat hier wirklich keine Mühen gescheut, Material einzusetzen und irgendwo Gewicht zu erzeugen. Aber das ist eben der Grund, warum wir diese Motoren mit über 1000 PS ausliefern. Und die eben schon bei Serienleistung nach gewisser Laufleistung auseinanderfliegen. Warum das alles trotzdem kein Garant für Langlebigkeit ist, das kommt jetzt in Punkt 2. Weniger ist mehr. Es geht nichts über so einen guten alten BMW M20 Motor aus den 80ern. Der kann nicht viel, nur laufen, aber das eben mein Leben lang. Der braucht viel Sprit, der ist schwer, der ist nicht effizient, der hat auch wahrscheinlich keine Leistung, aber der läuft einfach. Hier so ein Nissan Skyline RB25 Motor. Der hat sogar schon einen Turbo, der hat also auch Leistung, aber der hat auch massig Materialreserve, wo wir sagen, okay, viel Leistung, läuft lange. Diese Konstruktion aus dem Hause BMW hat wirklich alles, was ein Motor nicht braucht. Der wirkt schon fast wie so ein dopter Motor. Ich habe eine Sockenwellenverstellung, ich habe eine Ventilhubverstellung, ich habe einen riesen Turbolader für diesen kleinen Motor. Wie es auch im Sport ist. Ein gedopter Sportler, der stirbt einmal mit 45. Und unser guter, alter, langlebiger RB25, der läuft mit 80 immer noch im Marathon, weil er einfach so massiv gebaut ist. So, aber jetzt kommt die Überraschung. Dieser Motor und auch der BMW, der Mercedes und auch der Porsche Motor wären auch ohne Doping nicht alt geworden. Denn all diese Motoren haben fundamentale Konstruktionsfehler, welche sie früher oder später sterben lassen. Die Motoren, die wir auf der Werkbank haben, zeigen alle ähnliche Beschädigungen. Zu geringen Öldruck, Lagerschäden,
ausfallen. Der Motor ist tot und muss revidiert werden, um nicht zu sagen reanimiert werden. Erst wenn alle Kinderkrankheiten dieser Motoren, wie zum Beispiel bei dem N57-Motor, das Öldruckproblem über eine Update-Ölpumpe in den Griff bekommen sind, dann kann man darüber nachdenken, ob das Overengineering hier einen Einfluss auf die Lebensdauer des Motors hat. Dann sind wir aber nicht bei 80.000 Kilometer, sondern dann sind wir locker bei 250 oder 300.000 Kilometer. Nun zu Punkt 3, einem Software-Feature der Hersteller, nämlich der Start-Stopp-Automatik. Mir blutet immer das Herz, wenn ich neben mir eine Ampel jemanden habe, der anhält, der Motor sofort ausgeht und beim Losfahren quasi der Motor startet. Denn ich weiß natürlich, der Motor startet ohne Öldruck und diese Reibung, die da im System entsteht, kann einfach nicht gut fürs System sein. Und auf kurz oder lang wird es zum Schaden führen. Deswegen, wenn ihr könnt, schaltet das System ab, dann habt ihr auf jeden Fall länger was von eurem Motor. Ich lese in vielen Kommentaren immer, das ist alles Quatsch. Wenn Motoren richtig gewartet werden, dann halten die ewig. Das stimmt natürlich nicht. Die meisten Motoren, die wir hier überholen, sind top gewartet und haben einen regelmäßigen Ölwechsel bekommen und jetzt trotzdem dahin gerafft. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass ihr eure Motoren nicht warten sollt. Aber informiert euch über Upgrades und führt regelmäßige Ölwechsel durch. Denn das ist der Punkt, den ihr selbst beeinflussen könnt. Und jetzt habe ich für euch eine ganz coole Sache. Und zwar könnt ihr im Ravenol Online-Shop mit dem Gutscheincode MIK23 euch einiges an Rabatt sichern und euch für den nächsten Ölwechsel eindecken.